Es sind Beta und Keystraw, sie spielen unten im Gully. Sie jagen geschwind. Sie schlachten Zombies, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind. Da kommt keiner davon, Alter. So sieht's aus. So, wir sind bei Dead Island, immer noch im Gully. Und die Stimmung ist gut, obwohl wir in einem Bereich sind, der nicht nach Blumen riecht. Nach ekligen Blumen vielleicht. Ich stinke, aber ich bin nicht Sam B. Nein, so sieht's nämlich aus. Und deswegen ein Grund zu feiern. Ein Ding, das man definitiv von dir nicht sagen kann: Du bist nicht Sam B. Du siehst nicht aus wie die Ausscheidung von Sam B. Sam B. Diesen Typen haben wir beim letzten Mal noch getötet. Ja, und er ist wahrscheinlich wiedergeboren worden aus Schleim und all dem anderen Hackfleisch, das hier noch auf dem Boden lag. Ich glaube, wir rennen dran vorbei, oder? Nein, nein, der gibt ziemlich viel Erfahrung. Lass mal töten hier. Ja, wir haben uns dafür entschieden, wieder ziemlich mein ganzes Inventar in seinem Körper stecken. Okay. Dann sollten wir vielleicht ein bisschen auf ihn einschlagen. Alles klar, ich bediene mich mal hier. Meine ganzen Waffen stecken in seinem Wanz. In seinem Wanz? Kriegst du ihn überhaupt wieder raus, Mann? Ich musste tief reingreifen, das war nicht schön. Muss mir vorstellen, vieles hast du gar nicht mehr gesehen, Mann. Ein paar Sachen gar nicht mehr gefunden. Es war schöner als der Gedanke, wie wohl Sam B. sein Code aussieht. Also ich stelle es mir irgendwie vor, wie ein Brownie, der in Iso-Tape gewickelt ist. Nicht schön, nicht schön. Das ist kein Anblick, den ich Leuten empfehle. Oh shit, da ist so ein explosiver Motherfucker. So ein bisschen wie das, was er am Nacken hat. Heilige Scheiße. Die dröten aber ganz schön nach. Übel, Mann. Heftiger Dead Island Durchfall, was er am Nacken hatte. Glaubst du, Sam B., sein Code lebt in New Orleans? Ich glaube, Sam B.'s Code hat eine eigene Postleitzahl in New Orleans. Ich glaube, Sam B.'s Code hat so einen eigenen kleinen Pornshop in New Orleans. Meinst du? Also ich habe gehört, Sam B.'s Code hat einen Wikipedia-Eintrag. Und falls nicht, hoffentlich bald. Das ist die Größe, Gewicht, wie viel Kurix. Kurix, ja. Ey, diesen Knüppel zu werfen ist echt eine schöne Erfahrung. Ich hab sogar gedacht, das sah spaßig aus. Das sah auch wunderschön. Das ist echt geil. Also kann ich nur jedem empfehlen. Oh Gott, das ist so ein Fetter. Oh shit, was haben wir denn hier? Ey, warum denn immer diese Wohlgewulsten? Die Wohlgewulsten, Mann. Die Vollschlanken, Mann, die sie essen nicht halten können, Mann. Ich hab nichts dagegen, dass sie so viel frisst, aber hör auf, mir ins Gesicht zu kotzen. Alter! Glaubst du, was da brennt hier unten? Probier's. Moment, ich probier's. Oh, fuck. Ich zünde hier mal das Wasser an, vielleicht funktioniert's. Scheint zu funktionieren. Kein Scheiß. Das ist kein Wasser, sondern Benzin. Nur sind man Flammenmeer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wow. Ey, der also Strahl, seine Mann. Suppe tut ganz schön weh. Fucking Exorzistenkotze. Komm schon, jetzt krepier doch endlich. Ey, der hält aber auch viel aus, Mann. Das ist echt nicht mehr schön. Der hält wirklich verdammt viel aus. Okay, ich meine, immerhin sind die XP gut, die er gibt. Eine Rüstung aus Speck. Na, ganz tagelang auf den einschlagen. Ohne Waffen. Bitte, kann jemand mal den Typen nach Afrika bringen? Die Hungersnot wäre gestoppt. Ey, übel. Wir bräuchten einfach nur den Typen und einen großen Grill. Die würden alles von alleine machen. Denkst du, der mundet? Weil die... ich weiß nicht. Wahrscheinlich sehr durchwachsenes Fleisch. Ich stell's mir irgendwie vor wie so ein Marshmallow. Irgendwie, ja, das ist halt irgendwie wie wenn du wirklich nur auf einen Block Fett kommst. Du kannst eigentlich auch einen Block Butter essen, wahrscheinlich. Nur irgendwie zäh. Ja. Ey, was war denn mit dem Zombie los? Die halten ja immer mehr aus. Sag mal so. Langsam werden sie wirklich resistent. Jetzt unabhängig der weit verbreiteten Meinung glaube ich nicht, dass er nach Hähnchen schmeckt. Nee. Nee, absolut nicht. Man denkt ja irgendwie, alles schmeckt nach Hähnchen. Falsch. Alles. Nicht mal Hähnchen schmeckt manchmal nach Hähnchen, wenn du es einen Tag stehen lässt. Nee. Der Mythos, alles schmeckt nach Hähnchen. Ich meine, Schande über euch, wenn ihr Hähnchen einen Tag stehen lasst. Ja, das hat Hähnchen nicht verdient, ja? Das gute Huhn. Hähnchen hat euer komplettes Leben lang seine Liebe gezeigt. Das kannst du auch mal anrufen. Yes, ein Arm weniger. Ich liebe es, wenn so ein Arm wegfliegt. Ich würde ihm gerne den anderen Arm brechen. So ein ganzer Mann. Auf die Knie. Oh, der Arm ist durch. Wunderschön. Ah, die Knie. Auseinandergenommen wie so eine Schaufensterpuppe. So gefällt mir das. Oh nein, come on. Da ist schon wieder so ein Selbstmörder.
Die Dinger What? Treffen dich immer. The fuck? Was ist los? Hast du gerade was auf ihn geworfen? Ja, ja. Und du? Ich habe im gleichen Moment getreten von Weitem und dachte, holy shit, Jedi-Kräfte. Sam B. Wie geil sah das denn gerade aus? Im Moment ist das hier so ein großer. Das ist ein großer. Also ich glaube, alle Leute, die gerade bei mir zugeschaut haben, sind extrem verwirrt, was heute gerade passiert ist. Mann, bist du hässlich. Oh, er kotzt, er kotzt, er kotzt. Und was für ein Sound er macht. Richtig geil, oder? Hulk, Hulk, Hulk. 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 Der hört doch gar nicht mehr auf, Mann. Hulk. Was passiert, ja, wenn du an vergorener Milch nascht? Hulk. 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 In Frankreich heißt der große grüne Mann auch Hulk. Le Hulk. Le Hulk, ganz genau. Hulk. Hulk hat in Frankreich auch keine Hosen an. Ich bin Le Hulk. Bei dem reißen die Hosen mit ab. Ich bin witzig. Ihr braucht mein Gesicht. Oh, mon ami. Oh, was gibt's hier Schönes? Eine Medi... Was ist das denn da hinten? Wie? Disco-Beleuchtung. Wo? Disco, Disco, Party, Party da hinten. Was hast du gerade? Die sind nur grün. Die sind nur grün. Hier, warst du hier schon drin? Die gibt's bestimmt irgendwelche Secrets. Alter, heftig. Hast du Bock auf Abwasserkanalfrüchte? Hier drüben gibt's einen Ausweis. Halt, wo bist du denn? Ach, da drüben. Hier drin? Nee. Nee, nee, bei dem anderen. Eins, zwei da vorne. Moment, ich schau mal, ob's irgendwas... Hier sind überall diese Kreuze. Oh, ja. Ich habe keine Ahnung, welche hast du gefunden? Ich glaube, meiner war 48 und deiner? Ja, 48. Ich glaube, das sind immer die gleichen. Nee, einmal hatten wir irgendwie 17 und 19 oder sowas. Weiß gar nicht, haben wir? Nee. Ja, doch. Das müssten, glaube ich, die gleichen sein. Wow! Ist das Fatty Carell oder normaler? Nee, normaler, aber der hat so eine krasse Weste an. Oho. Der Typ hat was gelernt. Alter, fucking Bruce Lee, Crosskick. Der hat eine Ausbildung gemacht. Flying Crosskick durch den Abwasserkanal. Glaub mir, das war Personal. Ja. War Zack. Personal. Das ist ganz wichtig. Slice and Dice. Revolver. Okay, willst du ihn mitnehmen? Ich behalte diese Pistole, die ich habe. Falls mal wieder menschliche Gegner kommen. Ah, voll daneben gewedelt. So eine Scheiße. Gut. Ja. Passiert mir ständig. Moment, wo geht's hier hin? Ein Raum. Oh. Eine Werkbank. Ein Raum, zwei Männer. Oh shit, two guys, one crafting table. Oh nein, das kann so böse enden. Two guys von Crafting Table, das klingt nicht gut. So viele Werkzeuge und spitze Gegenstände, die man sich in Öffnungen schieben kann, von denen ich nicht... Beta, bitte. ...drüber nachdenken will. Da schauen Kinder zu. Ja? Wir haben, Wir haben ein sehr junges Publikum. Ich habe auch viele Fehler gemacht, als ich klein war. Die lernen früh, ist okay. Warum gibt es hier total ordentlich intakte Frauenschuhe eigentlich überall? Das ist die andere Frage. Ich glaube, die Theorie mit meiner Schaufensterpuppe vorhin ist gar nicht so falsch. Weißt du, würde ich jetzt hier Mai Ling spielen? Würde ich mich echt freuen. Die heißt doch Mai Ling, oder? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, sieht aus wie Mai Ling. Ey! Oh, Scheiße. Achtung, Achtung. Ja, ich habe es gerade gemerkt. Als hier heftig am Parkouren war, so gut es geht. Hier drüben gibt es noch irgendwie einen Raum. Oder mal reingehen. Moment, Moment, wo geht's hier hin? Wir müssen, glaube ich. Oder hier können wir gar nicht durch. Ja, da geht's nicht weiter da vorne. Das sieht ziemlich hart aus, oder? Ich meine, soll ich mal reinrennen? Ich lauf mal rein. No, ist gar nicht schlimm. Oh. Der gute Dunst. Schau mal. Die Lungen sind auf einmal frei. Ein schwacher Stock. Nee, danke. Ein sehr schwacher Stock. Eine echt schwache Belohnung da drüben gefunden. Ist auch nicht, Mann. Also die Belohnung war schwach. Ich weiß halt auch nicht, warum du Dinger, die an einem Baum hängen, in eine Metallkiste packen musst. Wenn es nicht mal ein starker Stock ist. Wer versteckt denn sowas? Das ist halt die Sache. Was Besonderes, muss man den verstecken? Irgendjemand hat dieser Stock extrem viel bedeutet. Achtung! Das ist so ein bisschen wie mein erster Kampfstock. So, das, man erinnert sich immer daran. Meine eigene Machete bringt mich um. Kann sie nur. Auf der Meinungsverschiedenheit. Das ist echt nicht mein Freund. Ich dachte gerade, der ist oben ohne. Und der hat ein Messer. Und eine Hose aus Vorhängen. Ich habe seinen Gürtel geklaut. Während er hingefallen ist, Mann. Aber aus der Lasche gezogen, her damit, du Fucker. Das ist ein hübscher Gürtel. Das wäre doch zu schade, wenn ihn jemand an sich nimmt. Schöner Gürtel. Brauchst du den noch? Ich glaube nicht. Nein. Nee, ich glaube auch nicht. Bei den schmalen Hüften hilft doch kein Gürtel mehr.
Moment, hier drüben ist eine Werkbank drin. Falls du noch irgendwie rum machen willst. Oh, das ist ein Infiz. Okay. Wie, wo, was? Infiziert? Passt schon. Nein, das ist ein kleiner Zombie gewesen. Ich dachte, hat der eben gerade Dreck hochgeworfen, der Zombie da unten? Ich glaube, der hat gerade mit Dreck beworfen. Ja. Werf was drauf. Moment, oder. ich werfe. Okay. Oder so. Stimmt. Es wechselt direkt auf die Pistole, wenn du so ein Teil wirfst. Das ist auch nice. Müssen wir da runter? Ja. Ja, laut Radar schon. Die Frage ist, was ist denn da vorne? Level up! Ist da Gold? Oh nein. Was Alter, willst du eine kraftlose, böse Sichel? Nee, aber hier drüben ist schon wieder so ein Selbstmörder-Dude. Oh shit. Harakiri-Hans oder was? Ich bin mittlerweile Level 25. Was nehme ich mir denn? Was haben wir hier Schönes? Wow, nicht übel. Yeah. Oh. Was gibt's hier Geiles? Was nur einer. Er schreit halt für fünf. Kritten wäre eigentlich geil, oder? So ein bisschen rumkritten. Krit ist immer gut. Aber ich will auch irgendwie mehr Zeug rumwerfen. Ah, komm, ich gehe mal ein bisschen auf Raserei. Raserei. Man sollte schon ab und zu eine Raserei haben, oder? Ja, schon. Wie gesagt, also die Fähigkeit, die ich habe, ist halt richtig geil, wenn die mal wirklich aufgeladen ist. Kannst du einfach die Leute wegklatschen, links und rechts. Du siehst sie nur noch heulen im Flug und denkst dir, ja, ja, weil du eine Pussy bist, genau deswegen. Who do you voodoo, bitch? Ja. Die niemanden mehr. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Sam B. Ja, der alte Sam B. Er kennt ihn nicht, Mann. Sam B. Kinderbrei. Verkauft Reis an der Straßenecke. Ja, früher hatte ich Barbecue, Sam B. Barbecue. Mittlerweile mache ich Kindernahrung. Mit dem kleinen Touch Norlands. Illegaler Reishändler. Das heißt eigentlich, da ist ein bisschen Blei drin und ist nicht vielleicht irgendwelche anderen Öle, die nicht so gesund sind. Hat er gerade gesagt, er will einen Welpen öffnen? What? I open this puppy up. Hey, it's good to see some new faces. New faces. Maybe there's more survivors out there, eh? Moment, sind wir jetzt in Australien? Wegen dem A? Wir sind keine Ahnung, wir sind alle so ein bisschen australisch angehaucht. Das waren doch Kanadier. Keine Ahnung. Absurde Warte mal, das ist doch der Doktor aus dem Strandhaus ganz am Anfang, der dich mit dem Baseballschläger schlagen wollte. Er hat die Haare ein bisschen umgestylt, glaube ich. Fucking das gleiche Model benutzt und hat sich nur umgezogen, bis hinter den Kulissen hergelaufen. Nein, das ist sein Urlaub. Wir haben halt kein Geld für Komparsen, Mann. Wir können keine Schauspieler anstellen. Keep your distance. Wo sind wir denn hier gelandet? Kinder des Kanals. Keine Ahnung. Kinder des Kanals? Keine Ahnung. Wie Kinder des Atoms von Fallout? Kinder des Kanals? Leer. Deo. Ah, brauche ich. Kannst du Deo-Bombe bauen? Okay, warte mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? No compassion, no hesitation. Ich meine, der Typ sagt Dinge, die man eh schon weiß. If you see someone bitten, remember rule number two. Oh, was? Nee. When the time comes, you're gonna need gute Sachen? Ja, geht so. Hier drüben in der Kiste ist noch ein Gewehr. Habe ich jetzt mal eine Pistole? Achso, nee, das ist eine andere Pistole. Wo ist ein Gewehr? Hier dran. Ah, zügiges Feuerstoßgewehr. Ja, das... Ich will mal ganz schnell zu dem Händler. War hier nicht eben noch einer? Ich hab keine Ahnung. Händler? Echt? Wenn du einen gesehen hast, sag mir Bescheid, weil dann lass den Scheiß nicht liegen, sondern ja. Verkauf und nimm's dann mit. Wie heißt der? Was? Wie heißt Sony? Der? Sony Haoda. Der Japaner. Der gar kein Japaner Sony, ist. Mann. Der sieht halt voll nicht aus wie ein Japaner. Hier ist Josh. Der sieht aus wie einer, der nach Japan geht, um Fotos zu machen. We can't sit in here forever. Somebody must have a goddamn plan. Der Bürgermeister. Was zur Hölle? Todd Tennis, Mann. Todd Tennis. Wie sieht der denn aus? God's name are you, and how the hell did you get inside here? You're here to find food and medicine. Well, I'm sorry, but that's impossible. Our supplies are limited, and we need everything we have. That's all I have to say to you for now. People are waiting on me, and I have things to do. Alter, ist sie groß. Ultra.
That asshole just said the exact same thing those motherfuckers at the police station did. Things go to shit, and it's every fuckwit for himself. 300 families. The flushest motherfuckers in the city. It's just like New Orleans. As long as they got theirs, who gives a shit if the ghetto burns? Man, they're just playing for their own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Oh, fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. Jin, are you there? Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here is gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine, and I will, with or without your help. We're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, Dahl. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not gonna make it either. No one's going to make it if we don't help them. The girl is right. What do you want to do, Jin? It's up to you. I want to supply everyone. The resort, the church, the police station. The motherfuckers at the police station? Are you kidding me? We'll supply everyone but the police station. Those assholes can fend for themselves. Then we'll find the voice from the radio. Agreed? I'll be at the sewer exit. Over and out. Nolens. Hat das was zu sagen, dass beide Afroamerikaner gerade gesagt haben, fuck the police? Keine Ahnung, aber das sind beide echt kontra Police. Also hardcore. Ultramann, so was? Polizisten? Ah, fick die. Wir helfen allen außer den Polizisten. Was hältst du davon? Just like now. Gott. Sam, Mann, ich mag dich. Nolens. Er hat das wieder gehört, Mann. Michael, hallo. Wir sollen hier zu Indiana Jones. Ah, zu Indiana Jones. Indiana Josh, wo ist er denn? Oh, Indiana Josh. Not far from here is a market. The problem is it was overrun by one of the rascal gangs. They'll kill you as quick as look at you. But I know a way through the sewers. It's not an easy trek, but you don't look the type that's easily discouraged. Interested? Nein! Die Roskol-Bande, das klingt irgendwie wie so eine Kinderbande, vor der wir nicht wirklich Angst haben müssen. Rugrats. Was wollen die machen? Uns gegen Schienbein treten? All the entrances to the market are barricaded, except for the one that very few know about. Head downstairs and talk to the guard at the door. That old drunk will let anyone through, if you offer him a little favor. It's the only way. Wir können ihm allen einfach aufs Maul geben, oder? Ich meine. Shoppen! Was spricht dagegen? Wo können wir shoppen? Weiß nicht. Ausflug zum Supermarkt heißt die Mission. Ach so, dachte, wir können hier shoppen. Ich habe so viel Scheiße dabei. Kann man bestimmt auch irgendwo. Es kann ja nicht sein, dass wir irgendwo kaufen können. Denkst du, diese Barrikaden sind stark genug? Ich wundere, ob sie uns riechen können. Sie sind wie Dogs to a bone. Sie kommen coming. Hunderte von ihnen. Hey, du, du siehst aus wie jemand, der Sachen kaufen will. Braucht der Scheiß? Ey, ich hab Scheiß. Nimm mal einen Scheiß. Verrückter Erfinder. Oh. Der Hammer, den will ich haben. Hier drüben kann man rein. Ah, ne. Der Hammer ist gut. Naja, schwerer Hammer. Geht, sagen wir mal so, der Hammer ist nicht scheiße. Ich habe echt zu viel Rotz dabei. Warte mal, was. Sagen wir es mal so, der Hammer ist nicht unbedingt Sam B. Naja, ist nicht, der ist auch voll, der sah voll groß aus. Ist ja voll der Zwergenhammer. Nee. Ich dachte, das wäre so ein richtig schöner, so ein fetter Hammer, den du mit zwei Händen ausholen kannst. Nope. Den habe ich noch nie gefunden. Also so einen richtigen Vorschlaghammer. Also ja, einen Vorschlaghammer? Das habe ich eigentlich erwartet gerade. Das sah zumindest in der Box so aus. Die Enttäuschung war gewaltig, Mann. Wie der Pip-Boy. Ja. Winziges Stück Scheiße. Roy Ward. Brauchst du Scheiß? Nein.
Moment, wo ist denn jetzt hier diese scheiß Werkbank? Hier will niemand Scheiße haben. Irgendwie nicht, Mann. Die hatten echt recht. Die sind ultra nutzlos, die Leute. Ja. I'm not supposed to let anybody by, but I could turn a blind eye if you could do something for me. Ist das nicht Jins Vater? Drogen? Der ist gar nicht tot. Der war fucking Doppelagent. The time being guarding this goddamn gate. I can't even leave to have a bloody piss. So if you could go upstairs to the mayor's office and look for a bottle of booze, I'd appreciate it. Anything will do. If I'm gonna bloody sit here waiting for doomsday, the least that pompous jerk can do is make sure I'm properly lubricated. You wanna do it? Properly lubricated, yeah. Lubricated. Okay, Moment. Haben wir Booze? Nee, wir müssen Ich hab ihm schon was gegeben. So. Achso, ich dachte, wir müssen... Ja, was? Wir dürfen rein. Ich hab direkt mal die Flasche aus dem Arsch gezogen. Bitteschön. Ah, hier drüben ist die Werkbank. Diese Flasche hatte mein Vater Warum 10 Jahre im Arsch. Überhaupt zur Werkbank? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Was wollte ich denn von dieser Dreckswerkbank? Jetzt musst du diese Flasche weitere 10 Jahre in deinem Arsch tragen. Tradition. Das ist die Tradition, Mann, ja. Von Anus zu Anus. Wieder in den Kanal. Nur auf Einladung. Und da sind wir wieder drin. Tief drin im Stinky-Stinky-Land. Viel zu dem Stinky-Stinky-Land. Das klingt wie die Windelabteilung im Supermarkt. Warte. Bam! 24.993 Schaden. Die Stinky-Abteilung, Mann. Oh, wunderbar. Darauf erstmal ein Energy Drink und das. Und die Folge ist vorbei. Wollte gerade sagen, es ist schon wieder vorbei. So schnell vergeht das hier alles. Aus dem Kanal in den Kanal. Beim nächsten Mal geht's direkt weiter. Wenn ihr echte Stinky-Fans seid, dann unbedingt bewerten. Richtig. Runterspielen, bewerten, Daumen hoch. Genau. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Haut rein.